Willkommen zu diesem Late-Night-Upload zu einem wirklich besonderen Event. Apple hat heute ein neues iPhone und eine neue Uhr vorgestellt und die sind gar nicht so unspannend, wie man zuerst denkt. Die Daten zur Apple Watch Serie 2, wie sie heißen wird, sind gar nicht so umfangreich, deswegen rappe ich sie jetzt einfach mal schnell runter. Sie hat ein doppelt so helles Display, bedeutet es jetzt 1000 Nits hell und das ist schon sehr, sehr hell. Außerdem gibt es einen neuen Prozessor, der ist 50% schneller und eine neue Grafikkarte, die sogar doppelt so schnell sein soll. Außerdem gibt es jetzt GPS, bedeutet man kann auch ohne iPhone laufen gehen und es ist natürlich auch cool, um nachher seine Läufe zu sehen, weil es einfach präziser ist. Ein neues Gehäuse gibt es auch, nämlich eines in weißem Keramik, was sehr Apple-like aussieht, weil es natürlich weiß ist und glänzend und das gefällt mir persönlich ziemlich gut und neues Gehäuse ist noch ein gutes Stichwort, denn das Gehäuse ist jetzt insgesamt extrem wasserfest geworden. Bis zu 50 Meter tief soll man mit dieser Uhr tauchen können und das ist natürlich sehr, sehr cool und sogar der Lautsprecher funktioniert weiter sehr gut, weil er das Wasser aus dem Gehäuse herausdrückt, wenn man ihn anmacht. Props. Das iPhone ist da schon etwas umfangreicher. Es hat ein neues Design, es ist nämlich nur ein bisschen anders. Es gibt eine neue schwarz glänzende Farbe, die sieht tatsächlich am verrücktesten aus und anscheinend ist das Gehäuse jetzt ganz speziell poliert worden, sodass die Antennenstreifen, die jetzt etwas dezenter geworden sind, weniger auffallen sollen. Außerdem ist dieses Gehäuse ebenfalls wasserfest geworden, nicht so wasserfest wie die Apple Watch, aber einen versehentlichen Tauchgang soll es mal überleben, ist natürlich auch eine schöne Neuerung. Außerdem gibt es neue Dual-Speaker, oben und unten und dafür musste jetzt wohl der Kopfhöreranschluss weichen, wie wir es ja schon befürchtet haben. Es gibt aber Lightning-Kopfhörer in der Packung und es gibt neue Bluetooth-Apple-In-Ear-Kopfhörer, die sogar wirklich richtig wireless sind, also ohne Kabel im Nacken oder so, was natürlich sehr cool ist. Die kosten allerdings 160 Euro. Zudem ist im Inneren ein neuer Prozessor, der Apple A10 Fusion. Das ist ein Quad-Core-Prozessor, zum ersten Mal für Apple. Zwei Kerne sparen Energie und die anderen zwei Kerne geben so richtig Power, deswegen soll auch die Akkulaufzeit besser sein und er ist insgesamt bis zu 40% schneller, was natürlich eine Menge ist. Auch spannend für Deutschland ist, Apple Pay soll jetzt endlich auch in Deutschland funktionieren. Ich bin ja mal gespannt, ob da die Anbieter nachziehen. Das Display hat ebenfalls eine kleine Verbesserung erhalten, leider keine neue Auflösung oder AMOLED oder so, aber es ist auch 25% heller und hat jetzt ein Wider Color Gamut, also wahrscheinlich ein 10-Bit-Display, wie wir es auch schon vom Retina iMac kennen, was natürlich an sich eine coole Neuerung ist. Ich habe es euch schon prophezeit, aber der Home-Button wurde ebenfalls verbessert. Und zwar hat er jetzt Force-Touch. Bedeutet, er klickt nicht mehr wirklich, er tut nur so über den Taptic-Feedback-Vibrationsmotor. Finde ich persönlich ziemlich cool, denn ich mag das bei meinem Trackpad sehr. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss, die Kameras. Es gibt jetzt eine 12-Megapixel-Kamera, optisch bildstabilisiert auch beim normalen iPhone. Die hat eine f1.8er Blende, das bedeutet natürlich insgesamt schärfere Bilder und eine höhere Hintergrundunschärfe, was natürlich immer professioneller aussieht. Aber das war noch nicht alles, denn das Plus-Modell hat eine Dual-Kamera. Die ist auch so, wie ich es erwartet habe. Eine ist normal und die andere ist eine Zoom-Kamera. Und zwar kann die doppelt so stark reinzoomen wie normal, fünffach und zehnfach dann auch noch digital. Und damit ist das iPhone sehr, sehr stark, was Zoomen angeht. Viel stärker als andere Handys. Nicht so stark wie das Hasselblad-Motorola-Modul wahrscheinlich, aber sehr, sehr stark. Und das eben in einem normalen Smartphone ist, denke ich, ein willkommenes Feature, weil viele Leute halt in ihre Bilder reinzoomen und das bei Handys immer fragwürdig aussieht. Und die Selfie-Kamera wurde ebenfalls verbessert, die hat jetzt 7 Megapixel, was auch schärfer ist als davor. So, das waren alle Features. Das iPhone kommt natürlich mit iOS 10 und wird wieder so viel kosten wie der Vorgänger. Ich persönlich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf, mehr als ich erwartet hätte. Es ist nicht krass revolutionär, es ist mehr so ein 6S Plus Pro Erweiterungsding. Aber es hat doch ein paar nette Änderungen, die, denke ich, ein gutes Smartphone machen. Mehr dazu gibt es dann im Review. Also abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und lasst ein Like da, wenn ihr dieses Video gut fandet. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.